Das hier ist das Motorola Flipout und wir schauen uns die Bedienung von diesem Gerät einmal an. Dazu fahre ich es hoch und zwar hier rechts an der Seite und da drücke ich einmal länger drauf und wir warten einmal ab. So, jetzt steht hier Motorola. Wir haben hier ein Display und Touchscreen und zwar handelt es sich um ein TFT-Display mit 2,8 Zoll, also eine Diagonale von 7,11 cm. Außerdem haben wir hier eine Auflösung von 320x240 Pixel. Das ist eine QVGA-Auflösung. Wir haben hier Android, das Betriebssystem drauf und zwar in der Version 2.1, das ist Eclair und wir haben Moto Blur. So, das sehen wir hier, das blinkt auch schön. Wir haben 600 MHz Prozessor. Und ja, was kann man zu diesem Moto Blur sagen? Wir haben hier eine Verbindung von sämtlichen Kontaktdaten. Das heißt, ihr habt jetzt meinetwegen einen Kontakt und den bei Facebook, Twitter und dann habt ihr eine E-Mail-Adresse hier drin und die Telefonnummer. Dann könnt ihr noch die Adresse bei Google Maps einspeichern und ihr habt alles im Überblick. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung für die Kontakte. Ja, und ihr habt auch die Möglichkeit, Kontakte, E-Mails und so weiter und so fort, alles zu sichern und zwar online. Das heißt, wenn euch das Gerät abhanden kommt, könnt ihr das sperren lassen. Ihr holt euch ein neues Gerät wieder mit Moto Blur und spielt alles wieder drauf. Das ist der Lockscreen, so sieht das aus. Und jetzt haben wir erstmal die Möglichkeit, laut oder leise einzuschalten. Ja, also das sieht schon mal anders aus, als wir es von anderen Geräten kennen, anstatt von rechts nach links, von oben nach unten. Naja, irgendwas müssen sie sich ja auch einfallen lassen, denn das hier ist ja kein normales Gerät, sondern ein ganz besonderes Gerät. Hier Tastensperre halt. Einschalten oder ausschalten, Sleep und Awake Taste ist das. Ich ziehe hier einfach mal hoch und wir sind gleich auf unserem Homescreen. Der Lockscreen ist weg. Ja, was fällt auf, wenn wir uns diesen Homescreen jetzt anschauen? Naja, also ich würde jetzt erstmal sagen, mir kommt das Ganze jetzt erstmal sehr, sehr vollgepackt vor. Wir haben hier alles Mögliche direkt drauf, aber was soll man auch machen? Das ist nun mal jetzt relativ klein, das heißt, wenn man alles drauf haben möchte, dann muss das halt so vollgestopft aussehen. Ja, und die Darstellung ist nicht ganz so schön, muss ich sagen. Also ich finde, es ist etwas verpixelt, also sieht nicht ganz so schön aus. Da macht euch am besten selber ein Bild. Aber das ist erstmal der erste Eindruck. Wir haben jetzt hier Homescreens und da sind natürlich jede Menge Widgets abgelegt. Da können wir uns hier von rechts nach links scrollen, einfach hier so rüber. Und da oben sehen wir auch, da ist immer eine Anzeige, wo wir uns gerade befinden. Ja, also das funktioniert ja schon mal relativ gut. Wie man den Bildschirm individualisiert, zeige ich euch gleich. Jetzt erstmal zu den Knöpfen. Was haben wir hier? Das kennen wir schon von Android-Geräten. Wir haben hier erstmal Menü bzw. Optionen. Da haben wir jetzt die Möglichkeit, sämtliche Optionen auszuführen, die für den Homescreen zur Verfügung stehen. Je nachdem, wo ihr euch im Menü befindet, habt ihr hier andere Optionen und Einstellungen. Hier kommt man immer wieder zurück. Ist klar, braucht man nicht weiter erklären. Außerdem haben wir hier unseren Home-Button. Da kommen wir immer zu unserem Homescreen in der Mitte, wie ihr sehen könnt. Das ist euer Home-Homescreen sozusagen, also euer Haupt-Homescreen. Also alles Wichtige solltet ihr euch darauf packen und dann den Rest nach rechts oder links verteilen. Wenn ihr jetzt schon hier seid, dann könnt ihr so auch direkt zu den Programmen kommen. Also hier bekommt ihr sie alle aufgelistet. Zurück gehe ich hiermit. Ja, und wenn ich hier rechts drauf drücke, komme ich auch zu unseren Programmen. So funktioniert das, also da kommt ihr immer direkt dahin. Außerdem haben wir hier noch zwei weitere Knöpfe und zwar natürlich grün, grüner Hörer für Anrufen. Hier haben wir ein Ziffernblatt, da können wir eine Nummer eingeben, löschen. Dann haben wir hier sämtliche Anrufslisten und wir haben hier die Möglichkeit, Kontakte zu suchen. Und die Möglichkeit haben wir auch nochmal hier oben, das sind natürlich nur unsere Kontakte. Aufgelistet. Hier haben wir die Möglichkeit, einen neuen Kontakt hinzuzufügen. Vorname, Name, Telefon, E-Mail-Adresse und so weiter und so fort, habe ich euch ja erzählt. Und dann kann man hier auch so von rechts nach links scrollen. Und dann bekommt ihr hier zum Beispiel Status-Updates aus euren sozialen Netzwerken. Die könnt ihr, wie gesagt, mit Moto Blur verknüpfen. Sämtliche soziale Netzwerke könnt ihr hier einfügen. Das sind erstmal die Standardoptionen, da wisst ihr jetzt, wie ihr vorgeht, ihr habt eure Kontakte, ihr könnt Anrufe tätigen. Und jetzt wollt ihr natürlich euren Homescreen individualisieren und dazu nehmt ihr entweder ein Widget und verschiebt es einfach, wenn ihr es irgendwo anders hin haben wollt. Und zwar länger drauf drücken und einfach verschieben.
Oder ihr sagt einfach, okay, ich möchte das hier hin verschieben, dann schiebt er das komplett rüber. Habt ihr das gesehen? So, jetzt ist das andere hier drüben. Und wenn ihr sagt, das möchte ich gar nicht haben, dann könnt ihr es auch löschen. Hier unten rechts ist eine Mülltonne und da zieht ihr das Widget dann einfach rein. Und zwar so, bis es rot blinkt. Und dann könnt ihr es löschen. So einfach geht das. Wenn ihr sagt, ich möchte neue Widgets auf meinen Homescreen ablegen, beziehungsweise ich habe irgendwelche neuen Apps heruntergeladen, lange auf den Homescreen drücken, dann kommt hier dieser Dialog und da habt ihr Motorola-Widgets, heruntergeladene Widgets, Verknüpfungen, Ordner, Hintergrundbilder. Gucken wir mal, was wir hier haben. Schauen wir mal drüber. So, und da haben wir hier so ein paar, ja, Widgets zur Auswahl. Nicht ganz so viele, also naja, das ist jetzt nicht die große Auswahl, aber ihr könnt einfach mal sagen, okay, ich möchte den Kalender hier hinten haben und dann drückt ihr auf Fertig und so sieht das aus. Ist sehr einfach, kennt man schon von Android, da kann man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Es ist eine sehr, sehr einfache Handhabung. Die Widgets sehen manchmal ein wenig seltsam aus, finde ich hier bei Motorola. Aber wenn euch Motorola gefällt, ist das auf jeden Fall eine schöne Oberfläche. So, jetzt schauen wir einmal, was wir noch machen können. Wir können nämlich eine SMS schreiben und das ist doch mal interessant. Wie funktioniert das? Hier zum Beispiel auf Nachrichten drücken, SMS und dann können wir neue Nachricht sagen. Ich drücke mal auf Plus. So, neue Nachricht, SMS. Und jetzt schreibe ich mal eine. Hier den Empfänger hinzufügen und hier die Nachricht eingeben. Und das mache ich jetzt erst einmal kurz so. Ihr fragt euch bestimmt schon, warum. Wir haben hier doch das Flip-Out. Wir haben hier eine Querztastatur. Aber natürlich möchte man wahrscheinlich auch mal so schreiben. Das kann immer mal passieren. Und deswegen teste ich das jetzt mal kurz. Hab mich schon vertippt. Hallo. Also hier die Buchstaben sind relativ eng und nah beieinander. Hallo. Und hier kann ich groß oder klein schreiben. Wie, gebe ich mal ein. Hat er gefunden. Hier bekomme ich immer eine Korrektur. Wie geht's dir? Sage ich jetzt mal. So, da hat er nichts gefunden. Dann kann ich hier nach rechts drücken. Was gibt's hier noch? Ist hier dir dabei? Nee, ist nicht dabei. Skepsis hat er jetzt schon. Also das ist nicht das, was ich wollte. Dir. So, jetzt hat das. So, wenn ich hier reindrücke, kann ich mich hier mit dieser Lupe oder mit diesem Regler durch die Buchstaben navigieren und einzelne Korrekturen vornehmen. Das ist auf jeden Fall gut und interessant. Da brauche ich keine optische Maus für. Da komme ich hier direkt durch die Buchstaben einmal durch und kann jeden Buchstaben an navigieren und dann verändern. So, außerdem habe ich natürlich die Möglichkeit, auch Text auszuwählen und das mache ich so. Ja, das ging jetzt gerade nicht. Nochmal länger drauf drücken. So. Funktioniert immer noch nicht. So, Text auswählen, alles ausschneiden, alles auswählen. Machen wir mal alles auswählen. Und dann kann ich aber hier mit diesen Pfeilen auch nochmal hier durchnavigieren. Und dann kann ich nochmal sagen, ja, eigentlich könnte ich das Ganze jetzt kopieren oder nicht. Ja, funktioniert jetzt nicht. Ihr könnt es aber zum Beispiel löschen. So, dann habt ihr hier die Möglichkeiten, Sonderzeichen hinzuzufügen, ist klar. Mit Alt kommt ihr nochmal zu anderen Sonderzeichen. Gehe ich wieder raus. Zurück zum Buchstabenmodus Leertaste haben wir hier natürlich Komma, Punkt, Löschen und Enter. Was haben wir hier jetzt für Möglichkeiten, wenn wir diese Flip-Out-Tastatur benutzen? Schauen wir uns einmal kurz an. So, jetzt habt ihr das Gerät hier mit ausgeklappter Tastatur und die Tastatur sieht jetzt erstmal sehr klein und zusammengequetscht aus, aber hier ist alles drauf. Also im Grunde hier Leerzeichen, Enter, Löschen natürlich, okay haben wir hier, also hier war Löschen, okay, Suche haben wir hier. Dann haben wir hier sogar die Möglichkeit, mit diesen Tasten uns durch die Buchstaben zu navigieren, beziehungsweise durchs Menü, wie ihr hier sehen könnt. Das ist praktisch. Rechts senden und dann okay, zack, habe ich es gesendet. Und hier kann ich schreiben. Hier oben habe ich die Zahlen, das heißt, die brauche ich gar nicht mit irgendeiner anderen Tastenkombination hervorrufen. Kann ich direkt Zahlen eingeben, das ist sehr praktisch. Und mit Alt habe ich dann hier die Möglichkeit, auf die Sonderzeichen zuzugreifen. Hier habe ich Großschreibung und ich schreibe nochmal ganz schnell, damit ihr sehen könnt, wie schnell ich hier tatsächlich zum Tippen komme. Wie geht's dir denn heute? Da brauche ich eigentlich kaum Korrektur. Das funktioniert gut. Also wer eine physikalische Querztastatur haben möchte, das ist eigentlich eine Top-Tastatur. Hier haben wir alles, was wir wollen. Und das Gerät ist
wirklich klein. Also da muss man schon sagen, für die Leute, die ein kleines Smartphone suchen mit Querztastatur, da haben wir wirklich das richtige Gerät, muss man sagen. Das Display sieht nicht ganz so schön aus, aber ansonsten, Android ist hier drauf. Also da kann man sagen, für den Preis von 150, 160 € ungefähr ist das ein Top-Gerät. Was negativ auffällt, ist hier, einmal sieht man hier diese Ratscha, also je öfter ich das hier rüberziehe. Hier hinten haben wir zum einen die Tastatursperre und die 3,5 mm Buchse für Kopfhörer. Also die ist im aufgeklappten Zustand nicht ganz so einfach zu erreichen. Das muss man einfach mal sagen. Aber ihr könnt auch einfach eine Taste drücken und dann kommt ihr auch hier zu unserer Tastatursperre. Wenn ihr das Gerät jetzt im aufgeklappten Modus sperren wollt, müsst ihr halt hier hinter drücken. Also so. Funktioniert nicht ganz so gut, aber im Grunde sperrt man es ja nicht so im aufgeklappten Modus, sondern man klappt es einfach ein und gut ist. Ja, das ist die Querztastatur. Funktioniert eigentlich relativ gut. Kann man sich nicht beschweren. Ich habe, wie gesagt, wie es mir gefällt. Es gefällt mir eigentlich relativ gut, was das angeht. Was wir jetzt nochmal testen wollen, ist, wie sieht überhaupt der Anrufsmodus aus? Und dazu gebe ich einfach hier mal eine Nummer ein. Und zwar hier wähle ich einfach mal, ihr hört die Tastentöne und dann könnt ihr mal schauen, was wir hier für Optionen haben, wenn wir uns in einem Telefonat befinden. Und zwar drücke ich einfach auf Anrufen, öffnen Sie das Telefon, um den Anruf zu tätigen. Okay, das ist schon mal praktisch. Man bekommt hier diese Anzeige. Ich kenne mich mit solchen Slider-Geräten nicht so aus. Ich habe nämlich selber keins und wusste nicht, dass ich das jetzt hier aufklappen muss. Das heißt, so kann ich nur telefonieren, wegen dem Mikrofon, ist klar. So, jetzt haben wir hier die Nummer. Hier können wir das Telefonat beenden. Ton ein- oder ausschalten, damit wir nicht gehört werden. Lautsprecher ein. Hier haben wir die Möglichkeit, die Hörerlautstärke dann lauter oder leiser zu schalten. So, und hier links haben wir die Möglichkeit, ein Ziffernblatt eingeblendet zu bekommen. So, wenn ich jetzt ins Menü gehe, testen wir mal kurz, dann ist hier oben trotzdem der Anruf eingeblendet. Das heißt, ich kann nebenbei telefonieren, hier in meinem Kalender nachgucken und so weiter und so fort. Auch das ist praktisch. Dann gehe ich wieder hier drauf, bin wieder bei meinem Telefonat und drücke auf Beenden, wenn ich auflegen möchte. So viel zur Bedienung des Motorola Flipout. Ihr könnt ja mal schauen, ob euch das Gerät zum Ausflippen bringt. Ihr bekommt aber noch weitere Informationen in den anderen Videos zum Musikplayer, zu den Apps und so weiter und so fort.